Am 6. Juni traf sich die Radelite in St. Peter am Wallersberg. Bei hochsommerlichen Temperaturen sollte es aber kein Kaffeekränzchen werden. 124 Fahrer gingen an den Start, darunter auch der Vorjahressieger Michael Bichler. Die Strecken war halt ein bisschen leichter, aber eigentlich bin ich eher ein guter Bergfahrer. Ja, schauen wir mal, was heute rauskommt. Vielleicht geht es wieder aus, dass wir gewinnen können, aber bei der slowenischen Besetzung, was da ist, wird es eher schwer. Lange Erfahrung mit dieser Strecke hat Werner Faltainer. Ja, ich habe schon dreimal dort teilgenommen auf den Kurs. Das erste Mal war es 1996 und 2004. Na, sicher der selektive Anstieg mit einmal den, von der breiten Straße zur Schmollen hin und dann der letzte Kilometer mit um die 12%. Also das hat sehr in sich, diese Strecke. Ja. Zum 23. Mal fand hier ein Rennen statt, das mit zu den schwersten der heimischen Radszene zählt. Der Kurs ist sehr anspruchsvoll. Ich glaube, ankommen wird es vor allem auf die Kletterfähigkeiten der Fahrer und es wird mehr oder minder von der Charakteristik her, glaube ich, eher ein Ausscheidungsrennen werden. In den letzten Jahren hatten die Betreuer mit den Fahrern Funkkontakt. Dies ist bei den Chivo Top Radliga-Rennen nun nicht mehr erlaubt. Dass Funk heuer erstmalig nach langer Zeit nicht erlaubt ist, ist ganz einfach ein internationales Reglement der UCI, das wir gezwungen sind umzusetzen. Das heißt, bei nationalen Rennen ist der Funkkontakt zwischen Fahrern und dem Betreuerfahrzeug nicht erlaubt und das setzen wir einfach um. Hat in Bad Erlach zum Beispiel dazu geführt, dass einige Teams, die sich nicht an dieses Reglement gehalten hatten, disqualifiziert werden mussten. 3, 2, 1, ab! Und der Bürgermeister und Ansehen, Sie schicken das große Starterfeld hier ins Rennen. Kilometer oder 13 Runden mit 11,2 Kilometer hieß es, bei einer Temperatur von 29 Grad zu bewältigen. Anfangs ging es noch bergab, doch 2,6 Kilometer vor St. Peter begann wieder der Aufstieg. Circa 200 Höhenmeter galt es zu überwinden. Nach dem Start ging es die Elite etwas gemächlich an. Vorne versuchte die 112 Hannes Capella einen Ausreißversuch. Eine Dreiergruppe bestehend aus Grassmann, Probst und Lechner rückten zu Capella auf und es folgten noch Kumann, Majesic, Husa und Gador. Faltainer und Kugler versuchten ebenfalls an die Spitzengruppe aufzuschließen, kamen aber nur auf 2 Minuten heran, lagen aber damit 2 Minuten 50 vor dem Hauptfeld, das noch etwas unmotiviert nachfährt. In der 6. Runde ist die Spitzengruppe nach wie vor zusammen, der Vorsprung beginnt in der Hitze aber bereits zu schmelzen. Die Führungsarbeit liegt bei Tirol. Das Hauptfeld beginnt nun richtig Dampf zu machen und rückt auf die Führungsgruppe heran. In der 7. Runde liegen nur mehr 2 Minuten zwischen den beiden Feldern. Kugler und Faltainer sind wieder mit dem Hauptfeld vereint. In der 8. Runde bestimmt das KTM-Team das Tempo des Hauptfeldes und in der 9. Runde übernimmt Adria Mobil. Die Zeitdifferenz liegt nun bei 50 Sekunden. Im Spitzenfeld erhöhen Gador und Husa das Tempo, Probst und Lechner können den beiden nur noch nachsehen. In der 10. Runde unverändert eine Zweimannführung mit 40 Sekunden Vorsprung auf die Verfolgergruppe und 70 Sekunden vor dem Hauptfeld. Robert Probst verlassen allmählich die Kräfte und er fällt in das Hauptfeld zurück. Zeudel und Gaswoder versuchen auf die Führenden aufzuschließen, kommen aber nicht entscheidend näher. Gaswoder beginnt einen Soloangriff auf die beiden Führenden und kommt auf 100 Meter an diese heran. 28 Sekunden hinter ihm das Verfolgerfeld. In der 11. Runde schafft Gaswoder den Anschluss an die Spitze. Vorsprung auf die Verfolger nun 200 Meter. Gaswoder übernimmt die Führungsarbeit und erhöht das Tempo.
Der Slowene Kvasina kämpft sich an die Spitzengruppe heran und schließt auf. Gaswoda fällt kurz 50 Meter hinter die Spitzengruppe zurück, rückt aber wieder vor. Vier Fahrer aus vier verschiedenen Teams liegen nun etwas mehr als eine Minute vor dem von Josef Benetzeder angeführten Verfolgerfeld und fast drei Minuten vor dem Hauptfeld. Dieser Abstand vergrößert sich aber immer mehr. Keiner der vier aus der Spitzengruppe will die Führungsarbeit übernehmen. In der letzten Runde diktiert dann Kvasina das Tempo. Michael Knopf mobilisiert all seine Kraftreserven und kann an die Spitze heranfahren und geht an der 1000-Meter-Marke in Führung. Im Zielsprint zieht Kvasina aber dann an Michael Knopf vorbei. Doch dann kommt für Knopf eine niederschmetternde Nachricht, denn als er in der 13. Runde seine Verfolgungsjagd startet, läuft er auf ein Motorrad auf. Der Motorradfahrer kann den Radfahrer nicht abschütteln und Knopf wurde wegen Windschattenfahrens disqualifiziert. So gingen die ersten Plätze an Kroatien und Slowenien. Bester Österreicher wurde mit Platz 8 Josef Benetzeder vor Rucker und Staatsengruber. Ja, ich habe einfach versucht, meine Kräfte aufzusparen, weil das war ein richtig schwerer Kurs. Und ja, wie gesagt, Kräfte sparen wollte, aber zum Schluss sind es dann doch, habe ich es nicht mehr gehabt und für den 11. Platz hat es dann gereicht, ja, aber bin zufrieden. Die Mannschaftswertung ging an Rapso. Für uns sensationell, muss ich sagen, also das erste Mal in der Geschichte des Giro Cups und der Geschichte von Rapso, dass wir die Mannschaftswertung gewonnen haben. Wir haben es auch im Ziel noch nicht gewusst, also jetzt auf einmal ist der sportliche Leiter hergekommen zu uns und hat es uns gesagt. Natürlich toll, speziell für die jungen Leute in der Mannschaft, irrsinnige Motivation natürlich für die nächsten Rennen. Und ja, da werden wir heute noch ein bisschen feiern gehen, glaube ich. Die Mannschaftsgesamtwertung wird weiter von Abewels Gourmet-Fein angeführt. In der Gesamtwertung der Chibo Top Radliga trägt Benetzeder unangefochten das gelbe Trikot. Ja, es war ein verdammt schweres Rennen, aber ich muss sagen, je länger das Rennen gegangen ist, desto besser ist es mir gegangen. Und ich habe dann gemerkt, dass der Martin Rischka Probleme hat und das hat mich aber auch angespornt. Und ja, zum Schluss war es aber richtig hart. Die Slowenen waren wieder Übermächtigkeit, aber ich bin jetzt froh, dass ich das Trikot verteidigt habe. Jetzt habe ich es schon eine Zeit lang und ja, ich bin glücklich jetzt wirklich. Bester U23-Fahrer in der Liga ist derzeit Ricardo Zeudel. Ja, es war ein extrem schweres Rennen, die Hits, alles. War bis vorletzte Runde in der Spitzengruppe und habe meinen Kapitän Martin Rischke unterstützt. Er hat leider Probleme gehabt und im Großen und Ganzen bin ich echt sehr zufrieden mit dem heutigen Rennen. Das nächste Rennen findet in der Steiermark statt. Dann ist Judendorf der Austragungsort für das 6. Chibo Top Radliga-Rennen der Saison 2010.